Hi, willkommen wieder zu einem Pin with Me. Ja, ihr seht wieder an dem Marian, an dem Großen, der kleine. Das kleine Chamäleon ist fertig geworden. Das habe ich relativ schnell durchgeklebt gehabt. Also, das hat sich echt super kleben lassen von dir, Pai. Also, das hat echt Laune gemacht. Ist halt schön, ne? Schnelles Ergebnis. Wie lange habe ich es dran geklebt? Drei Wochen, glaube ich. Oder vier. Hat Spaß gemacht. Es war richtig gute Qualität von den Steinen. Also. Das war jetzt meine erste Bestellung bei dir, Pai. Also ich kann nicht sagen, ob die durchgehend so gute Qualität haben. Aber wenn ihr im Shop sucht, probiert dir Pai mal aus. Also das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist der Knick in der Leinwand. Aber da habe ich mich selbst persönlich zu spät drum gekümmert. Da hätte ich bügeln müssen. Dann wäre der auch ausgegangen. Aber okay. So schlimm ist es nicht. Hängt jetzt nicht in der Wohnung, wo man ihn jeden Tag sieht und ich jedes Mal kotzen würde, wenn ich dran vorbeilaufe. Also, ist in Ordnung. Ja, ich weiß gar nicht, ob Diamond Painting in Deutschland inzwischen neue Bilder drin hat, aber wir können ja mal gemeinsam gucken, ob es neue Bilder gibt. Oh, Katrin hat ein neues Handy. Ja, ich nehme mit meinem alten auf, weil die Qualität von dem alten Handy halt einfach top ist. Und die Kamera leichter zu handhaben ist. Weißt, wenn man zu viele Funktionen von der Kamera hat, ist es auch nichts. Naja, vielleicht komme ich ja noch mit dem dahinter. So, Diamond Paint in Deutschland. Ihr wisst, ich gucke immer nur nach eckig. Ja, das war wieder total schlau. Er hat mich verwählt. Habt ihr gesehen, ich habe ja Bestellung bei Diamond Painting in Deutschland gemacht. Ja, ich denke. Der Wolf. So, und jetzt machen wir erstmal. Hup. Der Wolf. Wenn wir vielleicht ein bisschen größer machen. Ein neues Josephine Wall. Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Nochmal laden. Das seht ihr voll unscharf, gell? Super. Wartet. So ist besser.
Ja. Jetzt spinnt gerade mein System. Das finde ich wieder super. Hat wieder. So. Nochmal. Ja, aber sonst ist nichts Neues drin. Alles alt. Also ich habe da noch so ein Bild im Auge, was ich toll finde. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich ein Unboxing mache. Werde ich nachher noch bestellen. Da komme ich nicht drum rum. Das geht mir so lange im Kopf rum. So. Ja, ich paint momentan mehr, als dass ich sticke. Bei mir ist wieder die Painting-Wut ausgebrochen. Es ist einfach so, wenn ich halt Spätschicht habe und unter der Woche halt irgendwas machen will, so vormittags habe ich meistens immer nur eine Stunde Zeit oder so, wenn es überhaupt langt. Und da ist es sich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ans Painting zu setzen, wesentlich besser als wenn du anfängst zu sticken. Weil beim Sticken ist die Stunde dann schnell mal rum und du bist noch mitten im Faden. Das kann ich nicht so, das kann ich nicht so leiden. Deswegen painte ich momentan viel mehr. Weil ich habe jetzt auch Spätschicht, schon die zweite Woche, jetzt nächste Woche. Da ist nicht um drei heimkomme und sich an sein Hobby setzen bis abends um 8. Das funktioniert einfach nicht. Also klebe mal. Klebe, klebe, klebe. Ja, dieses Marian. Ich habe jetzt auch schon eine Weile dieses Marian und ich habe auch schon ein ganzes Stück geklebt. Also weiß ich, ob man es sieht. Aber dazu muss ich, glaube ich, also es ist schon ein bisschen was geklebt, so ist nicht. Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung drin. Ich weiß es bloß nicht. Die AB-Steine. Das sind die AB-Steine. Seht ihr so? Und da sind diese Permutsteine, da sieht man es auch. Und dann habe ich irgendwo noch blaue. Ja, irgendwo sind noch blaue AB-Steine. Ah, da. Da seht ihr die blauen Permut. Das sieht schon gut aus. Also von der Steinqualität kann man überhaupt nicht meckern. Ist super. Aber das habe ich. Ist ja nicht mein erstes Marian. Ich habe schon mal eins geklebt, da war die Qualität der Steine auch schon super. Also Marian ist so eine Firma, die würde ich immer empfehlen. Also da kann man echt bestellen. Ich muss dazu sagen, dass ich bei Marian aber immer nur Special-Bilder bestellt habe. Also bitte, wenn ihr irgendwelche normalen Bilder bei Marian bestellt oder viereckige Steine oder so, das habe ich noch nie gemacht bei Marian. Ich habe immer nur Special-Bilder bei Marian mit speziellen Steinen bestellt. Ich weiß nicht, wie sie mit
eckigen sind. Ich weiß noch nicht mal, ob Marian eckige hat. Früher hatte er sie nicht. Da hatte er nur rund. Und diese riesengroßen Special-Bilder hatte er auch immer nur an rund. Ich denke, es wird so geblieben sein. Ich habe auch noch mal so ein Special von Quanzo Hui. Auch so ein Riesenbild. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt erstmal fertig geklebt habe, irgendwann mal, dann denke ich, dass ich was anderes klebe. Aber ich denke, da wird noch ein Bild dazwischen fallen. Ich werde das jetzt nicht komplett durchpainten. Das denke ich nicht. Weil irgendwann hast du dann halt auch gar keine Lust mehr auf das Bild. Momentan habe ich nur dieses hier laufen. An Paintings. Dafür habe ich halt auch mehrere Stickprojekte. Eins, wo ich jetzt aktiv dran bin. Eins, zwei, drei. Vier mit euer. Da soll ich auch mal wieder ein Video machen. Werde ich auch tun. Ist jetzt Wochenende. Da habe ich wieder ein bisschen Zeit, um ein paar Videos zu machen. Und daher, dass ich dieses Wochenende ja nicht streame und auch nicht mit dem Stream dran bin, werde ich ein paar Videos machen. Ja, was gibt's noch Neues? Also es werden Stickvideos kommen, denke ich. Als nächstes werde ich wahrscheinlich das Kreuzstick mal wieder rausholen, damit mir da auch mal wieder weiterkomme. So, wo habe ich denn? Da. Ja, das ist ein bisschen blöd bei der durchsichtigen Folie. Man sieht nicht immer, wo man genau ist. Ja. Seht ihr überhaupt noch? Ja. Ja, es wird noch ein Diamond Painting Deutschland Bild kommen. Und das ist auch von den neuen Bestellungen. Aber das Bild lässt mich nicht los. Und was einen nicht loslässt, soll man sich bestellen. Das werde ich auch tun. Ja, die Frau, die hier Tokareva vertreibt, hat mich auch angeschrieben. Mein anderes Tokareva-Bild ist da. Ich werde davon kein Unboxing machen, denn es gibt schon eins. Ich werde es kurz in meinem Stick-Junkie-Update zeigen. Aber sonst nicht. Da war jemand schneller als ich. Auf jeden Fall ist es jetzt outdoor. Also noch nicht hier bei mir, aber in Deutschland ist es auch schon versendet worden. Kann auch schon sein, dass es heute in meine Haustür fällt. Ich weiß es nicht. Aber meistens dauert es so ein, zwei Tage. Na komm, lass mich los. So. Ja, heute soll ja einigermaßen schönes Wetter werden. Interessiert mich nicht, ich habe Haushalt zu machen. Oh, das riecht aber gut. Ja, ich habe angefangen
zu räuchern, also Räucherstäbchen. Wenn ich hier sitze und klebe, habe ich immer gern mal eins an. Es riecht gut, es entspannt mich. Mir gefällt's. Ich habe da so Probierbox von Amazon. Da sind, glaube ich, 30 oder 40 Sorten zum Probieren drin, jeweils 5 oder 10 Stäbchen. Finde ich cool, macht Spaß. Ich habe hier gerade die Sorte liegen, die ich gerade probiere. Langhamper, keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall mal ganz gut, muss ich sagen. Ich habe das vorher schon gemacht, aber wo ich meinen Mann kennengelernt habe, der mag das überhaupt nicht. Wenn ihm solche Dinge in die Nase steigen, dann kriegt er Probleme. Und jetzt, seitdem ich mein Zimmer habe und meine Tür zumachen kann, kann ich wieder räuchern. Voll cool. Freut mich riesig. Bin auch fleißig dabei. Da werden jetzt wohl am Wochenende ein paar Stäbchen ihr zeitliches segnen. Seht ihr noch? Ja. Meistens habe ich dann noch Musik laufen oder irgendwie. Momentan bin ich voll so auf, ja, auf die ruhigen Sachen fixiert, auch musikalisch. Weiß auch nicht warum, das ist einfach. Ich suche momentan vielleicht die Harmonie, keine Ahnung. Also ich muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt auch 3 Tage überhaupt nichts gemacht habe. Also ich habe auch nicht gestickt, ich habe nicht gependelt. Ich hatte einfach keine Lust. Das Wetter, das hat einen so deprimiert, da hat man auch nicht mehr Lust, sein Hobby zu machen. Richtig lustlos. Und das Wetter fängt erst an. Bis wo kann ich denn rennen? Bis da, bis da. Da, okay. Dieses Shitwetter fängt jetzt erst an. Aber man merkt, dass es viele schon die Seele trübt und immer mehr Leute schlechte Laune haben. Aber so ist das halt. Nach gutem Wetter muss immer schlechtes Wetter kommen. Das braucht die Natur. Das mit den Grad ist ja furchtbar. Also erst hast du nur 11, 12, 13 Grad und auf einmal hast du 21, 22. Leute werden krank. Bla bla bla. Wir wollen das mal mit der Krankheit lassen. Weil es ein Thema für sich. Ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt, wie das Marian aussieht. Wenn es fertig ist, weiß ich persönlich nicht, wohin damit. Ich muss schauen, ob ich es hier irgendwo hinhänge oder ob es Mama haben will oder. Ja. Das weiß ich nicht. Oh, das riecht echt gut, das Stäbchen. Wunder und gleich mal ein Häkele machen. Ein Häkele. Ja, ich hake die immer ab, die ich gut finde. Weil wenn ich danach bestelle, dass ich weiß, was ich für Sorten bestellen soll. Aber ich glaube, ich werde sowieso wieder so ein Probierpäckchen bestellen. Da ist alles dabei und immer mal was anderes.
Oh, jetzt geht's wieder los, dass ich Beppe bleibe. Beppe, Beppe. So. Naja. Macht schon Laune. Und die Runden, die kleben sich auch wesentlich einfacher. Was ich für Probleme hatte an diesem Bild ist, ich habe versucht, jetzt vorhin die Folie abzumachen. Und die Folie hat sich zerrissen beim Abmachen. Also es klebt schon ganz schön fest inzwischen. Ja gut, das Bild liegt jetzt auch schon, boah, anderthalb Jahre. Ja, keine Ahnung. Irgend sowas. Da hat sich die Folie ganz schön festgesaugt. Also, was heißt das? Dieses Wochenende muss ich dieses Stück machen. Oder zumindest mal bis nächste Woche fertig sein. Damit mir der Kleber nicht so schnell austrocknet. Also ich konnte schon immer ein Bild gut eine Woche liegen lassen. Also offen. Mehr habe ich es mir nie getraut. Aber da klebt es immer noch wunderbar. Egal welches ich hatte. Ob es von Huracan war oder Home Fun oder Diamond Painting Deutschland ist sowieso super. Was gibt es denn noch so für Shops? Marian jetzt. Quanzo Hui weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Dierpai hatte ich eine Woche offen, war auch super, war okay. Klebekraft war super. Was man nicht alles noch so kennt. Ah ja, Evermoment ist auch genauso. Da habe ich ja nur ein Probeding gemacht. Ich habe sogar noch einen Evermoment hier. Wo habe ich meine Pinzette da? So, ich glaube, wir müssen ein bisschen rutschen. So. Ja. Das Erbe-Moment ist halt ein bisschen teuer. Ich habe das Erbe-Moment nur hier, weil ich schon mal eins hatte und ich die durchgehende Qualität prüfen wollte. Also die Steine sehen super aus von diesem Erbe-Moment-Bild. Aber sie sind halt teuer. Ich finde sie teuer. Sorry, der kann man auch bei der Nicole bestellen. Und unterstützt noch eine deutsche Firma, die genau die gleichbleibende Qualität hat. Also, ja. Ich will bei denen noch nicht mal personalisieren, weil sie mir einfach zu teuer sind. Da reicht mir die Qualität von Home Fun. Klar ist die nicht so gut wie von Ever Moment, aber sie kommen nah dran. Und sie sind wesentlich billiger. Was ich gerne mal wissen wollte, mit welcher Firma aus China die Nicole zusammenarbeitet. Aber ich glaube, wenn wir das wüssten, würden wir alle dort bestellen.
die Qualität ist wirklich gut von ihren China-Bildern. So, jetzt passt auf. Da, 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 da habe ich noch was übersehen. Ja. Zack. Da müsste ich mir eigentlich auch mal so einen Zettel machen. Dicke Pappe oder so, muss man überlegen. So. Seht ihr das eigentlich noch? Oh, gerade so noch, ne? Wir werden mal ein bisschen rauszoomen. So. Und da bin ich jetzt. Jawohl. Ah, ich habe ein ziemlich großes Stück offen. Ganz einfach, weil es klebt sich einfach schöner. Man hat eine Weile zu tun mit den Steinen und man ist nicht andauernd am Wechseln. Finde ich ganz angenehm. So, da habe ich jetzt alles. Okay, Leute, ich werde jetzt langsam auch Feierabend machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss.